Ja, wirklich. Übertreibt doch nicht. Nein, es ist sein Ernst, oder? Nein, ist nein. Egal. Nein, was egal. Es geht um den besten Döner, Mann. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge. Ich habe meine zwei unter anderem Lieblingshomies am Start. Lukas. Peace, Freunde, was geht's? Und Ciao, grüßt euch, ihr beiden. Wir haben ein Special-Format. Wir drei. Wir suchen den besten Döner auf YouTube und haben da unsere Kompetenz gebündelt, um endlich mal wirklich eine stichhaltige Aussage zu treffen, was im Moment der beste Döner am Start ist. Und dementsprechend bringt Charo auf seinem Kanal, Lukas auf seinem Kanal und ich auf meinen Kanal seinen aktuell besten Döner ins Rennen und die jeweils anderen beiden bewerten. Da ist natürlich auf Charo die Folge schon draußen. Da bitte unbedingt Beast Kitchen abonnieren und Lukas auch abonnieren. Die Folge kommt heute nach mir. 19 Uhr. 19 Uhr, ja. Und dann suchen wir den aktuell besten Döner YouTubes, sage ich mal, raus. Und fahren jetzt erstmal zu meinem Döner und ihr lasst euch berieseln. Ich habe extra einen raus, muss ich sagen, der unbekannt ist, und da wird es auch noch ein kleines Special geben, das sage ich euch gleich noch. Und ja, wir sind die Big Three. Ich sag Big, ihr sagt Three. Ganz kurz 30 Sekunden Werbung für Rhino Shield, neuer Partner von mir. Handyhüllen halten natürlich 100% euer Handy safe. Was aber auch geil ist halt bei Rhino Shield, ihr könnt eure Hüllen zu 100% individualisieren. Ich habe jetzt Standardvarianten erstmal genommen, habt ihr jetzt Knöpfchen reingesetzt, das ist das Mindeste. Das sind jetzt ein paar Standardvarianten. Ihr könnt aber auch einen Schriftzug machen. Ihr könnt Bilder auf die Handyhülle machen, Freundin, Hund, wie auch immer. Ihr könnt den Namen eurer Freundin machen. Es geht alles. Das Ganze findet ihr in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr da mal raufklickt, und weiter geht's im Video. Lukas, ich werde dich jetzt, kann man eskortieren? Sagen nein, ne? Nee. Werde ich chauffieren jetzt zu meinem Premium-Döner, damit die Community das schon mal weiß. Den Döner, den ich jetzt teste, habe ich kurz vor Ladenschluss, wo das Fleisch schon am Ende war, mit Brot, das verbesserungsdürftig war, getestet. Und ich habe jetzt dem Besitzer Bescheid gesagt, sich bereit erklärt, hat der Döner gepimpt. Neues Brot, was ich heute zum ersten Mal general teste. Und der Spieß ist natürlich noch prächtig. Was denkst du, wenn du an mich denkst und ich jetzt sage, ich bringe dir den besten Döner jetzt an den Start? Hast du hohe Erwartungen? Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Wir sind ja auch hoch ins Rennen gestartet, gerade schon mit Charos Döner. Mhm. Dementsprechend, let's go. Du wirst gleich Orgasmus kriegen. Okay. So, wir warten jetzt gerade noch auf Charo. Ich habe hier meine beiden Boys schon mal am Start. Du hast kein Arschwasser heute, ne? Habe ich nicht. Also bist du zuverlässig? Ich bin zuverlässig. Du bist überzeugt von deinem Döner, ne? 100%. Wobei wir ja heute den Döner so essen müssen, wie ein Holly gerne ist. Ja, stimmt. Heute Hollys Lieblingsdöner. Okay, machen wir es. Habe ich auch Holly letztes Mal gesagt. Wenn ich die Speisekarte ändere, mache ich Holletasche. Ja, wenn das passt, ja, dann machen wir die Holletasche. Genau. Aber dann müssen wir die dicke Tasche machen, Ali, weil dick, weißt du? Nee, wir machen dünn für mich. Dünn und schmal und nicht so lang. Guckt euch an, Alter. Die lassen sich so Zeit, Mann. Kein Stress, Team. Ja, jetzt noch ganz chillig. Hier sind wir. Na, Jungs. Wir werden alle noch mal vielleicht zusammen einmal rauf. Ich gebe mal Tristan einmal die Kamera. Schöner Tristan. Sehr gerne. Ich habe den Döner schon gegessen. Und ich habe das Potenzial gesehen zum besten Döner Deutschlands generell in meinem Ranking. Und präsentiere euch heute diesen Döner, weil den keiner kennt unter anderem. Aber auch, weil ich gesagt habe, ich war kurz vorm Schluss letztes Mal da. Khalil hat extra neues Brot für uns heute am Start. Neu entworfen für mich. Und spießfrisch. Das könnte der beste Döner Deutschlands sein. Und unter diesem Format vielleicht der beste Döner. Deutschland. Nee, YouTube. Ja, Mann. Ja, komm, wir filmen das schon mal direkt ab, Alter. Ja, Lukas, du bist auch heiß, ne? Auf jeden Fall. Er sieht Schokosel aus. Schokosel. Man sieht, es ist wieder, es geht um Fleisch. Ja. Wir geben hier unsere Bestes, dass das Döner auch nach Döner schmeckt. Obwohl Steakfleischqualität ist. Auch das ist klar, ist ja 100% Steak. Ja, es ist so, weil wenn ich Steak essen will, dann esse ich. Auf dem Grill zwischen Toastbeißen sogar. Steak, ja, aber. Ja. Und das wir wollen heute Döner fressen. Genau. Unsere beide Aufgabe ist es, die beiden reizenden zwei Herren von der Qualität und vom Geschmack aus zu überzeugen. Wir gucken uns jetzt das Fleisch an, ne? Gerne, gerne, mein Freund. Du kannst jeden Tag kommen, du bekommst jeden Tag gleiche Döner und gleiche Geschmack. Ja, ja. Schreibst du immer mit Messer? Habibi, du kannst ruhig reingucken. Siehst du irgendwo Dönermaschine? So, ich hab wirklich richtig Spaß dran. Wie eine Violine spielst du das. Wie genau. Eine Violine. Nee, gib uns. Das ist Foodporn hier. Oh, und wie das riecht, ne? Siehst du, wie der Saft ausläuft? Einmal Cringe-Moment, damit die Leute wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir sind die Big. Zweimal mein Fisch. Zweimal mit dem Dürre getrunken. Was sagt ihr, Jungs? Hat Potenzial. Hat Potenzial. Schmeckt mir jetzt hier wirklich auch den Unterschied, ne? Zu deinem, vom Kalb zum Jungbuch, ne? Also gucken wir uns ganz kurz noch das Fleisch um, Mann. Ja, Mann. Wir sind reinspaziert. Siehst du? Ne? Schön marmoriert. Es wird aber natürlich auch alles sauber gemacht. Ja, ja, ist klar. Ich sag euch gleich auch, die sauber. Aber ich sag euch von vornherein,
Fragt nicht, was da drin ist. Ihr bekommt nicht zu wissen, was da drin ist. Das ist mariniert. Ich weiß. Du weißt womit? Sag es, sprich es aus. Er weiß das, lass ich das aus. Ja, du weißt, weißt du, Halli? Ich komme so viel rum und ich unterhalte mich so viel mit Menschen, die Döner machen. Ja. Ich war sogar in der größten Dönerfabrik der Welt. Ja. Kannst du ruhig sagen, sag mal. Öl und Joghurt. Nicht. Nein? Nein? Wallah. Er hat Wallah gesagt. Ja, viele kommen, aber ich mache mit Joghurt, aber nicht meine. Machst du mit Senf? Soda. Sag Walla. Walla, das was da reinkommt, sag ich niemals. Ja, jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn. Guck mal, mein Freund, das wird alles mit Hand gemacht. Siehst du irgendwo eine Sehne? Nee, ne? Du kannst jedes Stück gucken, du wirst nirgendwo eine Dings finden. Guck mal. Alles per Hand raus, ne? Alles. Machst du alles selber, Halli? Alles. Ich finde, das ist Beeinflussung hier. Nein. Taktik. Wenn ihr bewertet, Jungs, wird Harley daneben sitzen. Weil dann könnt ihr nicht so schwer bewerten. Dann trauen die sich nicht so schlecht zu hören. Ich bin Dönermesser. Ja, er schärft hinter euch mal ganz kurz das Ding. Ich werde einmal kurz vortesten, die getoastete Variante. Dann muss ich schnell entscheiden, was ich denen gebe. Noch nicht, weil es nicht schmeckt. Getoastete nicht probiert? Nee, die hat er extra für mich geholt und ich habe es nicht mehr geschafft, die zu testen. Und ich werde ganz kurz vorher antesten. Ohne Soßen dieses Mal, ne? Du denkst, wir kriegen einen Döner hin, in der Hälfte durchgeschnitten, einmal mit, einmal ohne und dann überlege ich, was ich den beiden Jungs präsentiere. Dann kriegen wir das. Ja, perfekt. Machen wir einen mit, einen ohne. So, mein Freund. So ist genug, glaube ich, oder? Ist genug, ja, ich glaube auch. Ich wollte einen ganzen Döner, nicht einen halben. Ja, es ist nicht mehr genügend Fleisch da, Charo. Ich habe jetzt mir einen Döner machen lassen, einmal mit Soße, einmal ohne und halt mit dem neuen Brot. Das muss ich einmal gucken, was ich euch anbiete. Ich dachte, du bist immer hier. Nein, heute ist neu, ein extra für mich das Brot doch entworfen. Rolle. Halten wir das. Wir haben jetzt einmal ohne Soße, den werde ich testen, ganz schnell, bevor der kalt wird. So schön sieht der aus hier, das Fleisch, Bombe einfach. Saftig, ich sag euch, das Fett vom Fleisch, das langt schon aus. Das ist so saftig. Schwer. Ich glaube, der muss ohne Soße. Auch geil mit, aber ohne ist besser. Das Fleisch hat sehr viel Geschmack. Aber andererseits, das Brot ist noch nicht auf dem Level. Ich esse das Brot zum ersten Mal. Das Brot ist nicht perfekt. Ich weiß nicht, ob besser als letztes Mal. Ich kann es noch nicht sagen. Schwer zu sagen, vielleicht nehme ich sogar das alte Brot wieder. Das Fleisch ist schön saftig. Auch tatsächlich auch ein guter Fettgehalt. Dafür, dass Steakfleisch ist. Also du merkst einfach die Saftigkeit. Die Soße ist zu penetrant. Da wird es wieder zum Standarddöner. Das Fleisch muss im Vordergrund fahren. Deshalb, wenn dann die Cocktail raus, bisschen tatsächlich für die Saftigkeit. Also Jungs, es ist leider zu dem gekommen, was ich nicht gehofft habe. Ich brauche noch mal einen kurzen Versuch, weil es immer noch nicht ganz. Doch, ich muss noch ganz. Nein, wirklich. Nein, ist egal. Nein, was egal. Es geht um den besten Döner, Mann. Da könnt ihr doch nicht so machen. Ich muss jetzt noch einmal ganz kurz final antesten. Ihr tut so, als würde es hier um irgendwas gehen, Mann. Ich habe einfach nur Hunger, das ist alles. Ja. Halli, ich brauche noch mal ein altes Brot zum Test. Und ich war nur mit Joghurt. Dankeschön. Danke. Danke. So sieht er aus. Jetzt ein altes Brot genommen aus dem Ofen, weil eben das Brot hat mir nicht zu 100% gefallen. Das war das neue Brot, es war mir zu trocken. Mit Soßen wurde es zum Standarddöner, es ist nur noch Soßen geschmeckt, das ging nicht. Jetzt habe ich Naturjoghurt genommen. Besser das Brot. Luftig zart das Brot, luftig zart. Das ist es. Den Rest sollen die Jungs sagen. Eins ist mir aufgefallen, ne? Was habe ich gebildet? Das dicke Brot. Warum hast du das gemacht? Weil das ist trotzdem, das andere war zu komprimiert, hat das trocken gemacht. Das hier wirkt äußerlich sehr präsent, ist aber sehr fluffig. Du merkst auch gleich nicht den Crunch, aber so ein Röstaroma. Probierst du besser noch mal. Harley, ich schwöre es dir, ich meine das nicht übel. Ich glaube, wir nehmen doch das Dünne, aber mit Naturjoghurt. Mit Naturjoghurt. Ja, weil ich merke zum Schluss das Brot doch zu präsent. Kein Problem. Ja, ganz kurz, Jungs, ich habe doch noch mal umgeschwenkt.
Das Brot war mir doch zu präsent, aber der kommt gleich. Ich habe jetzt die Kombi aus, den ersten und den zweiten genommen. Guck mal, ich glaube. Wir kriegen den Flug nicht mehr. Ich sag nichts mehr. Du hast den Vogel abgeschossen, ey. Dass du nicht nochmal auf die Weide gegangen bist und dir die Kuh ausgesucht hast, die da hängt, ey, ist alles wirklich spannend. Aber ihr merkt, Jungs, das ist doch gut so. Ich nehme das ziemlich ernst, das Thema, ne? Absolut. Ja, man merkt, wenn man sich da einmal reinsteigt und einmal hin und her entscheidet, dann ist man in diesem Ding. Ich glaube, Paul geht heute als Produktentwickler nach Hause. Das Ding ist, den Döner, den ihr jetzt esst, habe ich so nicht mal probiert. Der Kollege auch noch, oder nicht? Willst du auch noch, Tristan? Nein, danke. Mach noch mal so einen wie für die Jungs, für uns beide. Wir teilen uns. Ich werde nur ein, zwei Mal abbeißen, Tristan, weil ich habe 3,5 Döner fast gegessen. Ich war dabei. Stimmt. Da ist er. Wir haben ihn am Start. Lukas, das ist das, schön, was ihr jetzt testen werdet. Dankeschön. Bitte sehr. Vielen Dank, Absatz. Also kein Kraut, wirklich nur Tomaten, Zwiebel, Petersilie. Ja, das ist unsere... Klassisch. Warte, man kann ein Stück noch nach links schauen. So genau, das ist perfekt. Du tust jetzt wieder ein Essen? Vierte Döner einmal heute. Ich gebe meine Bewertung ein, bevor ihr dazu was sagt. Die wird nicht reingenommen, nur dass ich danach meinen Senf dazu noch geben kann. Man muss doch sagen, ganz anders aufgebaut als der von Charo. Man hat deutlich merkbar mehr Soße als bei Charo. Und es sind hauptsächlich dieser Zwiebel- und Tomatensalat als Ergänzung zum Fleisch. Ein bisschen Petersilie, also nicht so viel Gemüse wie bei Charo. Hier ist auf jeden Fall auch das Fleisch auf jeden Fall der Hauptakteur. Und man merkt da wirklich Jungbulle. Merkt man, ne? Da ist direkt wieder dieses strenge Fleischgeschmack ist da drin, ne? Das ist das, was du, glaube ich, magst. Ja und nein. Ich weiß nicht, ob man das schon vorwegnehmen kann oder nicht. Dafür war dein Fleisch halt wesentlich zarter. Es wird schwierig, das sage ich gleich schon mal. Ich bin sehr gespannt. Ich hab dich sehr, sehr lieb. Ja. Aber ich glaube, wir werden uns nicht einig machen. Werden wir uns nicht einig. Das Brot auch geschmacklich finde ich super. Auch vom Verhältnis so zum Fleisch und zum Brot. Aber es hält auch wieder ein bisschen schlechter als dein Brot. Dein Brot hat ein bisschen besser zusammengehalten. Ich finde es im Gegenteil, ich bin zu mächtig. Das Brot ist auch dominant. Finde ich auch, muss ich dazu sagen. Ja? Ja, finde ich auch. Dominanter als bei dir. Das habe ich letztes Mal eben bemängelt, das ist jetzt ein neues Brot, weil ich letztes Mal gesagt, wir brauchen neues, das alte langt nicht für den besten Döner Deutschlands. Jetzt haben wir das bekommen und wir gucken, was die beiden Jungs sagen. Danach werde ich meinen Senf auch noch dazu geben. Olle, du machst es mir nicht einfach. Nee, ne? Mir auch nicht. Macht anonym bitte in euer Handy die Bewertung rein. Muss noch tippen, ne? Ja, ich weiß. Du überlegst noch, ne? Wenn du ein bisschen überlegst, kannst du direkt noch den Preis für ein neues Flugticket mit einnehmen. Du hast es mir wirklich nicht einfach gemacht und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Weil du bist so ein Feinschmecker, du kommst so viel rum und ich bin mir sicher, in deiner Liste ist safe ein besserer Döner mit drin. Hundertprozentig. Und ich frage mich, warum hast du mich hingebracht? Ich wirklich, ich hab dich wirklich sehr, sehr lieb. Ich hab eine gute, glatte 2. Wirklich. Ja. Aber großzügig mit dem Auge zugedrückt. Steakfleisch hört sich immer gut an beim Döner. Mhm. Aber ich sag, für Döner ist das vollkommen das komplett falsche Fleisch. Viel zu fest. Mhm. Weißt du, ich meine, das muss wirklich so ein Hauch sein. Mhm. Ja. Du musst schon durchgucken können beim Döner. Weißt du, ich meine, so mag ich das. Die Zusammenstellung fand ich aber auch wiederum gut, weil das Fleisch war wirklich gut gewürzt. Der ungewürzte Naturjoghurt hat da wunderbar dazu gepasst. Und mich kriegst du auch glücklich mit Tomate, Zwiebelchen, ein bisschen Sumat, Petersilie. Damit gewinnst du mich immer. Sorry, ich muss das einfach loswerden, bevor Lukas kommt. In meinem normalen Ranking hatte ich letztes Mal eine 8,9 bekommen, hätte ich dieses Mal eine 8 gegeben. Ich hätte einen deutlich besseren Kandidaten noch gehabt dieses Mal. Ich hätte echt. Du hast dein Bestes gegeben. Lukas, hau rein. Wir haben 2,9. Ich kann es auch ganz einfach begründen. So, das erste, was halt direkt mein Minus war, war Oregano. Was ich aber gefeiert habe, ist einfach die Konstruktion an sich, das Verhältnis aus Brot zu Fleisch zu Salat. Wir hatten nur Petersilie, Tomaten und Zwiebeln, das finde ich immer nice. Aber ähnlich wie Charo, folgende Begründung. Ich sage nicht, dass Steak nichts auf dem Döner zu suchen hat, aber das Marinieren ist extrem wichtig beim Steak. Man muss so gut marinieren, dass das Steak so zart wird, aber das Fleisch trotzdem zart ist wie kalt. Und es muss hauchdünn geschnitten sein. Hier ist es einfach ein bisschen zu dick, zu bissfest. Dann ist es wie ein Steak, auf das du beißt. Und das ist eben die Minuspunkte, aber ansonsten eine glatte 2. Finde ich völlig fair, kann ich alles nachvollziehen. Ich habe nur in meinem Ranking 2,3 in Schulnoten gegeben. Eins ist das Beste, weil er mich selber heute enttäuscht hat. Letztes Mal war besser, Fleisch, Komplettpaket war besser. Obwohl mich selber er heute gerade selber gesagt hat, da drin, er achte darauf, dass das Fleisch immer gleich ist. Keine Ahnung, es war deutlich besser. Du hast eine 2,3. Ja, das geht aus der Bewertung raus übrigens. Das geht mir bei, ich wollte euch nur zeigen. So, Halli, für dich das Feedback. Du hast 2,0 Punkte von den Jungs gekriegt in Schulnoten. Eins ist das Beste von 6. Ich habe sogar diesmal nur eine 2,3 gegeben, weil er war letztes Mal besser, der Döner. Frag mich nicht, warum. Das Brot, immer noch das gleiche
Problem, nicht besser, nicht schlechter. Aber das Fleisch war letztes Mal zarter bei mir. Aber nicht falsch verstehen, es ist immer noch eine gute Note. Ein sehr leckerer Döner, aber wir suchen ja den besten Döner. So, da hat es heute leider nicht für gelangt. Wollte ich dir nur Bescheid geben. Okay, kein Problem. Für die nächste Folge werden wir so eine Community-Folge drehen wollen. Da haut ihr hier in die Kommentare euren besten Döner rein und wir werden das Top-Kommentar meines Videos auf meinem Video abchecken. Das Top-Kommentar bei Lukas Video auf seinem Kanal werden wir auch abchecken und entsprechend bei Charo auch noch. Und dann danke euch fürs Zuschauen. Wir müssen den Flug erreichen. Wir müssen den Flug erreichen nach Wien. Assalamu alaikum. Let's go.